Einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Wir sind gerade schon unterwegs auf dem Weg nach Antwerpen. Heute Abend schauen wir uns das Spiel Barca gegen Royal Antwerpen an. Und ich muss ehrlich sagen, mit dem Sicherheitskonzept haben die Belgier so nicht mehr alle. Es gibt eine Sperrzone um die halbe Stadt, in der sich Barca-Fans nicht aufhalten dürfen, weil, weiß ich nicht warum. Die Belgier haben so einen an der Waffel, sehe ich aktuell so. Von einigen habe ich schon gehört, dass das nicht zum Schutz von uns ist, sondern zum Schutz von uns ist, weil die Fanlager in Belgien wohl alles andere als freundlich sind. Und deswegen gibt es die Sperrzone, damit den Auswärtsfans nichts passiert. Ja, interessant. Ich werde sehen, was es ist. Ich fahre jetzt erstmal zu unserem Airbnb. Da treffe ich mich dann mit Kim, Dani, Sandro und Doc. In diesem Sinne, gehen wir uns mal auf die Autobahn. So, ich bin jetzt in Antwerpen. Ich bin in der Wohnung. Der Rest kommt noch, denn es gab einen Unfall in der Nähe von Eindhoven. Und man fährt über Eindhoven nach Antwerpen. Fragt mich bitte nicht, warum. Aber wir machen jetzt mal einen kleinen Zimmercheck. Hier ist Zimmer 1. Hier ist Zimmer 2. Dann Badezimmer, 2 Stück. Und dann haben wir hier Wohnraum, Küche, Badezimmer, Esszimmer. Und hier ist die Küche dazu. Das ist eigentlich eine coole Sache. Man hat eine richtig geile Aussicht von hier auf Windräder und so ein Kappes. Ja. Wir sind hier in der 12. Etage. Und man hat auch noch einen kleinen Balkon da. Gut für die Raucher. Ja, ich werde jetzt noch bis 16 Uhr, knapp 17 Uhr warten müssen, bis meine Mitreisenden kommen, denn die hängen eher auf der Autobahn fest. Ja. Na, die Wohnung ist nice, also kann man nicht meckern, ne? Also, ich kann immer meckern, aber ich habe keine Lust dazu. Thank you.
Kreisen. Ja, und nach Leverkusen ist auch. Gurkenkick. Gurkenkick? Gurkenkick, eindeutig. Das ist mein Highlight heute. Ich habe ein Autogramm bekommen von Puyol. Das ist einfach mein Highlight heute. Du bist Rumänin, keine Polen. Wir klauen auch. Sandro, was sagst du? Kackspiel. Guck mal. Aber Stimmung ist mega gut. Thank you.
wirklich? Schaltet auch später wieder ein. Sandro, willst du noch was sagen? Ich freue mich auf 11 Stunden einfach. Also wie weit im Bruch bist du gerade? Ich bin im 12. Stock, aber ich fühle mich nicht mehr. So, dann darfst du den Vlog jetzt nochmal beenden. Mehr. Jetzt kackt er wieder ab. Ich habe echt keine Stimme mehr. Kim? Glocke, tschüss.